Das war für mich schon auch ein Gedanke nach der WM in meinen Überlegungen, dass wir vor allen Dingen auch im taktischen Bereich ja auch Maßnahmen ergreifen müssen, die auch Veränderungen mit sich bringen. Und Jo Kimmich hat es ja auch schon in seiner Jugend immer wieder mal gespielt. Und jetzt hatten wir 2-3 Tage die Möglichkeit, das im Training eben auch zu testen. Und ich finde, er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Für ihn war das natürlich eine wunderbare Nachricht, als ihm der Trainer gesagt hat, er spielt im Mittelfeld. Und gerade mit dem System, wie wir es heute gespielt haben, hat er natürlich auch defensiv sehr viel Unterstützung bekommen und dementsprechend war er perfekt für die Position geeignet und hat das auch wirklich gut gemacht, hat fast fehlerlos gespielt, denke ich. Er geht ja auch gerne in Zweikämpfe. Also er hat schon Qualitäten, die man auf der 6 auch brauchen kann. Ich denke, dass der Josh seine Rolle sehr gut gemacht hat heute und gut gespielt hat. Und wir haben es ja 2014 mit Philipp schon erlebt und mit den Innenverteidigern. Und ich denke, dass es auch eine Alternative für unser Spiel ist.